Nach einem schönen Sonnenuntergang und einer ruhigen Nacht kam morgens sogar der Bäcker vorbei. Was für ein Service. Nach dem Frühstück wollten wir uns den Strand von gestern noch mal genauer angucken. Na, gleicher Ort wie gestern, nur bei Ebbe. Gestern war ja hier dann schon Flut bzw. alles voller Wasser. Genau. Jetzt können wir nämlich noch zu den Höhlen. Alles solche ausgewaschenen Höhlen. Hier so direkt am Strand. Da wollen wir hin. Durchgehen. Wollen Sie durch? Ja auch. Ich habe ja, glaube ich, einen Freund gefunden. Ja, jetzt habe ich angespielt. Ja! Eieiei! Da ist ein bisschen zu doll. Da gehen wir mal durch. Wurden gerade aufgefordert, den Strand zu verlassen, oder? Ja. Polizei kontrolliert vielleicht. Wer geht es? Super schön hier. Wir wurden zum Glück nicht kontrolliert, haben aber den Strand so schnell wie möglich verlassen. Dieser Küstenabschnitt ist wirklich genial zum Baden und man hat auch eine Menge zu sehen. Als nächstes Ziel haben wir uns den Varayo-Strand ausgesucht. Dieser liegt in einem Naturschutzgebiet, das aus Sand, Dünen und Sümpfen besteht. Auch hier sind Hunde verboten, jedenfalls vom 1.5. bis zum 30.9. Vom Parkplatz braucht man so circa 30 Minuten zum Strand. Ja, da haben wir einen schönen Parkplatz gefunden. Das ist mein Strand, sagt der Gied. Ja, nicht ganz voll. Nee. Mal gucken, was uns da erwartet. Eigentlich ist ja auch kein Strandtag heute. Mehr Natur hier. Ja, ein schöner Fluss. Wasserfall soll hier noch sein. Ist ja recht abenteuerlich der Weg runter.
Oh, es geht. Stell dich nicht so an. Nur noch diesen Fluss überqueren und dann sind wir am Strand. Das ist eine Höhle hier. Sehr cool aus. Hier noch eine zweite Höhle. Guck mal, ob man da durchgehen kann. Scheint ja doch. Es darf nicht die Flut kommen. Ja. Tatsächlich, hier kann man durchgehen. Und auf der anderen Seite wieder raus. Ha! Also, ob man viel sieht. Das denke ich, Uri hier. Richtig tolle Natur. Und jetzt hier der Wanderweg. Noch eine kleine Brücke. Dieser mega Fluss. Schade, ich kann trinken. Hier ist ein Partyzelt. Aha. Hier ist was los. So, jetzt geht's bergauf. Gehen zu mir zum Parkplatz zurück.
aus sind wir dann so ca. 132 Kilometer Richtung Osten gefahren, weiter der Heimat entgegen. Wir haben sogar einen freien Platz auf dem Campingplatz gefunden, nur leider ohne Strom. Und es hatte das erste Mal so richtig geregnet. So, unser erster Campingplatz, den wir stehen. Schöner Platz, aber ohne Strom. 31 Euro für zwei Personen und Hund. Duschen, naja, Hauptsache man hat.